Ich möchte mit uns heute Morgen über das Thema sprechen, eine Atmosphäre, in der die Intensität der Gegenwart des Heiligen Geistes zunimmt. Wir brauchen den Heiligen Geist. Das hat uns Jesus gesagt. Er hat gesagt, es ist besser, dass ich weggehe. Wenn ich nämlich nicht weggehe, dann kann der Heilige Geist oder dann kommt er nicht. Und es ist besser, dass er kommt, dass er jetzt übernimmt, weil Jesus hat alles vollbracht. Und er hat den Weg bereitet, den niemand sonst bereiten konnte. Den Preis bezahlt, damit der Heilige Geist kommen kann oder kommen konnte auf diese Erde. Und dass der Heilige Geist in Menschen wohnen kann, nämlich die Versöhnung durch sein Blut. Es hat ihn sein Blut gekostet. Er hat sein Leben geopfert, sich hingegeben und hat seinen Heiligen Geist gesandt, damit er das Werk von Golgatha, das vollbrachte Werk von Jesus in unserem Leben, in dem Gemeindeleben offenbart und immer mehr ausbreitet auf der ganzen Welt und die Gemeinde vorbereitet für das Kommen Jesu, ihm, dem Erlöser, dem König, eine Braut zu bereiten. Ich möchte mit uns ausgehend von dem Text, einem Vers aus Sprüche, dieses Thema betrachten. Da steht Sprüche 1, Vers 23, kehrt um zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen. Ich will euch meine Worte verkünden. Kehrt um, oder manche Übersetzer übersetzen es so: Lasst euch von mir unterweisen, lasst euch von mir lehren, lasst euch von mir zurechtweisen. Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen, ich will euch an meinen Gedanken teilhaben lassen. Wir finden hier in diesem Text eine Aufforderung in Verbindung mit einer gewaltigen Verheißung. Und die wird eingeleitet mit: Erkennt es doch, seht doch, Gott möchte unsere Aufmerksamkeit haben. Deshalb sagt er: Seht doch, erkennt doch, was ich vorhabe, was ich will, was mein Begehren ist, was mein Bestreben ist. Ich will, dass mein Geist in deinem Leben, in eurer Mitte hervorströmt, dass er nicht spärlich vorhanden ist, der Heilige Geist, dann und wann mal, sondern dass er richtig im Zentrum steht, dass er im Überfluss, im Übermaß da ist, in seiner ganzen Fülle, in seiner ganzen Intensität, in seiner ganzen Dichte sich lagert und präsent ist in deinem Leben und besonders auch im Gemeindeleben. Ich will das tun. Aber was hier die Voraussetzung ist, hier spricht übrigens die Weisheit. In diesem ersten Kapitel des Buches der Sprüche. Und die Bibel zeigt uns, wer die Weisheit in Person ist, nämlich Jesus Christus. Kolosser 2, Vers 13. In Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. In ihm, er ist die personifizierte Weisheit, Jesus selber. Und niemand kann ihn erkennen, das macht der Apostel Paulus deutlich im ersten Korintherbrief, wo er das anspricht und sagt: Die Weisen dieser Welt haben wir nicht erkannt, haben nichts begriffen von dem, was Gott vorhat. Sonst hätten sie ihn, Jesus, nicht gekreuzigt. Aber wahre Weisheit kommt von ihm selber und wird manifest durch den Heiligen Geist. Paulus sagt, wir reden nicht nach Worten menschlicher Weisheit, sondern wir suchen die Weisheit des Geistes, nämlich des Heiligen Geistes. Folglich, wer hier spricht, ist Gott selber, ist Jesus, ist sein Sohn, es ist sein Wort. Gott spricht zu uns und sagt zu uns: Kehrt um oder hört doch zu,
lasst euch unterweisen, lasst euch lehren, lasst euch auch zurechtweisen, lasst euch Weisung geben, lasst euch den Weg zeigen. Siehe, ich will meinen Geist ausgießen bzw. hervorströmen lassen. In dieser Aufforderung steckt grundsätzlich, ist da enthalten, wie wir auf den Heiligen Geist reagieren, beziehungsweise auf Gott selber, der durch seinen Geist wirkt. Gott beklagt hier, wenn ihr weiterlest in diesem Abschnitt, dass Menschen sich nicht zurechtweisen lassen von der Weisheit Gottes, dass sie nicht seinem Rat folgen wollen, dass sie ihre eigene Weisheit, ihre eigenen Wege suchen, dass sie ihre Vorteile suchen, so wie sie sich das zurechtlegen. Aber Menschen, die diese Haltung haben, und die finden wir auch bei Christen, die diese Haltung, diese Einstellung haben, die verhindern sozusagen, vielleicht ein wenig hart ausgedrückt, aber sie verhindern, dass das geschieht, was Gott tun will in unserem Leben, in deinem Leben. Sie blockieren das. Die Weisheit spricht hier weiter und sagt, wenn dann Verwüstung und Unheil über euer Leben kommt, dann lache ich, weil ihr nicht nach mir gefragt habt. Deshalb die Aufforderung, kehrt doch um, lasst euch unterweisen, lasst euch lehren. Der Heilige Geist ist uns gesandt, Jesus sagt, damit er uns in alle Wahrheit leitet, in die Wirklichkeit Gottes führt. Er wird uns unterweisen, er wird uns lehren. So stellt ihn Jesus uns vor. Meist ist es so, dass wir eine ganz andere Vorstellung haben vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt, wenn er sich zeigt, dann geschehen Zeichen, Wunder, Machttaten, dann geht es richtig, manche denken, dann ist es richtig wild, lebhaft, in Anführungsstriche. Wie auch immer, wir haben bestimmte Vorstellungen, wie der Heilige Geist wirkt. Aber Jesus zeigt uns sehr deutlich und klar, was seine Absicht ist. Er möchte, dass die Herrlichkeit Jesu, das ist seine grundsätzliche Wirkungsweise, dass die Herrlichkeit Jesu in dem Leben seiner Gemeinde, seiner Braut, seiner Kinder offenbar wird. Dass die Schönheit seines Wesens, dass die unvorstellbare Heiligkeit seines Wesens wirklich in unserem Leben immer mehr Gestalt gewinnt. Das ist die Absicht des Heiligen Geistes. Dass all das Schöne, das die Person Jesu ausmacht, dass diese Schönheit in unserem Leben abgebildet wird und offenbar wird und gelebt wird. Damit das geschieht, beziehungsweise damit der Heilige Geist sich so wohlfühlen kann in unserem Leben, ist es nötig, deshalb dieser Aufruf, kehrt doch um zu mir. Lasst euch doch unterweisen von mir, wendet euch doch zu mir hin und sucht meine Weisung und mein Rat. Der Heilige Geist möchte zunächst all unsere Aufmerksamkeit. Er möchte deine gesamte Aufmerksamkeit. Nicht dann und wann mal, wenn du ein Problem hast, dass du sagst, Heiliger Geist, hilf mir doch jetzt. Das ist oftmals unsere Haltung, unsere Vorstellung. Er ist ja mein Tröster, mein Helfer. Ich frage ihn dann, wenn ich irgendwo nicht mehr weiter weiß, dann frage ich ihn. Nein, er möchte all unsere Aufmerksamkeit. Und zwar von morgens, dem Moment, wo du deine Augen öffnest, bis abends, wo du sie wieder schließt. Er möchte, dass du dich auf ihn ausrichtest. Deshalb kehrt doch um, weil der Mensch seine eigenen Wege geht. Kehrt doch um, das ist auch ein Aufruf umzukehren, nämlich sich hinzuwenden zu der Person, die uns gegeben ist, hier auf dieser Erde, die nicht so 3-4 Meter im Abstand, einer gewissen Distanz
da ist und die wir dann ab und zu mal herzurufen, sondern die Person, die das Zentrum ist in unserem Leben, in deinem Leben. Er möchte all unsere Aufmerksamkeit, damit wir hinhören, was er sagt, was er uns zu sagen hat, damit wir hinhören, wo er uns verändern will, wo er mit deinem Leben nicht ganz d'accord geht und sagt, das will ich eigentlich anders haben. Wo du ihn nicht nur fragst, hilf mir doch und gib mir Weisung, zum Beispiel in meinem Berufsleben, an meinem Arbeitsplatz, in meiner Familie, ich weiß nicht mehr weiter, gib mir Weisheit, das will er tun. Aber unsere, und das stelle ich fest bei Gläubigen, sie sind immer dann verbunden mit dem Heiligen Geist und wenden sich ihm zu, wenn sie eine Not haben, wenn sie gar nicht mehr anders wissen, was sie selber tun können. Aber ihn zu fragen und ihn zu bitten, Herr, zeig mir, wo meine Wege in die falsche Richtung gehen, ohne dass ich eine Not habe, sondern ihn zu fragen, Herr, was gefällt dir in meinem Leben nicht? Was macht dich traurig, wenn du mit mir zusammen bist? Was betrübt dich? Was gefällt dir nicht? Das zeigt uns, ob wir wirklich Interesse haben an einer Person oder ob wir einfach so über die Dinge alle hinweggehen, ja, er ist mein Helfer. Sondern wenn ich Interesse habe an einer Person, dann interessiert es mich, was sie glücklich macht und was sie nicht glücklich macht, was sie betrübt, was sie zurückdrängt förmlich aus meinem Leben. Die Bibel zeigt uns, dass der Heilige Geist sehr, sehr sensibel ist. Deshalb steht geschrieben in Epheser Kapitel 4, Vers 30, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid. Und dann kommt eine Aufzählung von Verhaltensweisen, von Herzenseinstellungen. Direkt danach, betrübt ihn nicht, indem ihr schlecht übereinander redet, indem ihr lästert übereinander und dergleichen, indem ihr Zwietracht stiftet und in Zwietracht lebt, ein Herz habt, das nicht bereit ist zu vergeben. Das betrübt den Heiligen Geist, das macht ihn traurig. Aber zunächst geht es darum, wie viel Aufmerksamkeit gebe ich dem Heiligen Geist in meinem Leben. Du kannst das zuallererst erfahren und darin wachsen und zunehmen, indem du hier in der Bibel liest. Es zeigt dir, was dem Heiligen Geist gefällt. Der Heilige Geist ist der Autor der Bibel. Und alles, was hier drin steht und alles, was Jesus gesagt hat und alles, was seine Person betrifft, das ist seine Leidenschaft. Das gefällt ihm. Davon ist er begeistert. Und schon bin ich beim nächsten Punkt. Wie sehr begeistert dich dieses Wort, die Bibel? Ich kann dir eines sagen, der Heilige Geist ist darüber begeistert. Und er ist begeistert, wenn du die Bibel aufmachst und darin liest. Das gefällt ihm. Wenn du mehr vom Heiligen Geist haben willst, dann brauchst du mehr vom Wort Gottes. Im Moment, wo du im Wort Gottes liest, einfach weil du sagst, ich liebe Herr dich und ich möchte dich einfach kennenlernen. Wenn du eine Person kennenlernen willst, dann musst du Zeit mit ihr verbringen. Dann machst du das. Wenn du Interesse an einer Person hast, wie war das, als du dich verliebt hast in deinen Partner? Du hast Interesse gehabt, du hast Zeit geopfert. Das war kein Opfer, das war ganz normal. Du hast alles andere stehen und liegen gelassen. Der Heilige Geist möchte all unsere Aufmerksamkeit. Er freut sich darüber. Und wenn wir ihm die schenken, dann kommt er automatisch, ist eine Dichte seiner Gegenwart in deinem Leben. Wie viel Aufmerksamkeit bist du bereit, ihm zu schenken? Wie viel Aufmerksamkeit sind wir bereit, als Gemeinde, wenn wir zusammengekommen, dem Heiligen Geist zu schenken, hinzuhören? Wenn wir bereit sind, ihm wirklich Aufmerksamkeit zu schenken, dann sind wir auch bereit,
Das ist mein nächster Punkt. Dass wir unsere Herzen öffnen für Korrektur. Dass er uns korrigiert. Er sagt hier, das gefällt mir nicht in deinem Leben. Ich möchte, dass sich das verändert. Ich möchte, dass du zum Beispiel deinem Bruder vergibst. Dass du loslässt. Ein Herz, das bereit ist und sagt, Heiliger Geist, was gefällt dir in meinem Leben nicht? Was gefällt dir und was gefällt dir nicht? Und der Heilige Geist macht das. Du sagst vielleicht, nein, Gott ist so gnädig, der macht das doch nicht, der ist so gnädig, es bringt doch nur Verdammnis. Nein, der Heilige Geist bringt keine Verdammnis, er bringt aber Überführung. Lies doch mal die Sendschreiben in Offenbarung, Kapitel 2 und 3. Lies sie doch mal. Da heißt es, 7 Gemeinden werden adressiert. Bei jeder Gemeinde heißt es, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Aber Jesus spricht ja hier selber. Aber er macht hier deutlich, dass wir nehmen es wahr durch den Heiligen Geist. Und wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und Jesus hat bei den meisten Gemeinden lobende Worte. Aber er hat auch Tadel. Und es ist nicht so, dass Jesus sagt, okay, ich gucke hier auf eure Gemeinde, hier ist alles perfekt, weil ihr seid ja unter Gnade. Ja, wir sind unter Gnade. Er verdammt niemanden, wir werden nicht verurteilt und gerichtet. Aber wenn Jesus hier heute Morgen hineinblickt, und das tut er durch seinen Geist, dann sieht er Dinge, die ihm nicht gefallen. Vielleicht erschreckt dich das, aber das ist so. Ich bin mir bewusst, wenn der Heilige Geist auf mein Leben blickt und wenn ich ihm Raum gebe, dass er mir Dinge zeigt, und es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Herr, zeig mir mein Herz, betet David. Zeig mir, wo Dinge in meinem Herz sind, die nicht richtig sind, die dir nicht gefallen, damit sie in Ordnung kommen. Weil ich habe ein Verlangen, das ist Davids Wunsch, das ist sein Herz und das begeistert mich. Nimm deinen Geist nicht von mir, Herr. Weil in dem Moment, wo Menschen sich nicht ihre Aufmerksamkeit in dieser Weise dem Heiligen Geist geben und ihn suchen, Herr, hier ist ein Herz in mir, der schlägt ein Herz, das ist bereit, sich korrigieren zu lassen von dir. Da zieht der Heilige Geist sich immer mehr zurück. Es betrübt ihn. Und deshalb sagt David, nimm deinen Geist nicht von mir. Das Wichtigste in meinem Leben, die wertvollste Person in meinem Leben hier auf Erden, ist der Heilige Geist. Ist das so bei dir? Ich möchte werben darum, dass der Heilige Geist die wichtigste Person in deinem Leben wird. Das muss sie sein und das ist das Schönste, das ist das Gewaltigste, das ist das Allerbeste. David macht das hier, bringt das zum Ausdruck und er muss uns eigentlich anstecken, dass du sagst, wenn David sagt, das Wichtigste in meinem Leben ist, dass der Heilige Geist da ist und du sagst dir, ich weiß gar nicht, was so besonders ist am Heiligen Geist, dann mach dich doch auf und bet heute Morgen und sag, zeig mir, Heiliger Geist, zeig dich mir. Ich will in deinem Wort suchen, ich will dich kennenlernen, ich möchte dich sehen, wie du bist, dass auch ich sagen kann und dass du mir so wertvoll wirst in meinem Leben wie bei David. Ich brauche dich, Heiliger Geist. Ich will eines vermeiden in meinem Leben, dass du dich zurückziehst. Nimm deinen Geist nicht von mir. Der Heilige Geist sucht Herzen, die in Ehrfurcht auf seine Anliegen eingehen und die umsetzen. Die eine Ehrfurcht haben vor ihm. Nicht aus einer Haltung von Angst, die ja Verdammnis nach sich zieht, sondern aus einer Haltung, dass ich solch eine Ehrfurcht, dass du solch eine Ehrfurcht hast vor dem Heiligen Geist,
du sagst, ich kann nicht anders. Wenn der Heilige Geist das will, dann will ich das auch. Er hat eine so hohe Stellung in meinem Leben, die ist über alles erhaben. Und wenn ich erkenne, dass er eine Richtung hat für mich, dann will ich die gehen, ob ich die verstehen kann oder nicht, nachvollziehen kann oder nicht. Und das ist eben genau der Punkt, dass wir das oftmals gar nicht nachvollziehen können. Für den einen mag es in Ordnung sein, ich sage es jetzt einfach mal so, ohne dass ich das werten möchte, nur so als ein Beispiel, für den einen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen oder wie auch immer, mag es in Ordnung sein, dass er auch immer wieder mal die Diskothek aufsucht. Aber für den anderen mag es sein, ohne dass er jetzt wertet und andere verurteilt, dass er sagt, ich kann das nicht, weil der Heilige Geist widerstrebt in mir, dass ich dahin gehe. Jetzt sagst du mir, gib mir eine Bibelstelle, ich habe keine. Keine spezielle dafür. Aber da ist eine Sensibilität gefragt im Umgang mit dem Heiligen Geist. Und hier ist, das ist so fließend, aber so wichtig. Wenn wir die Stelle in Apostelgeschichte 15, 28 hinzuziehen, dann wird uns gezeigt, in welch einer Sensibilität die Gemeindeleitung damals mit dem Heiligen Geist umgegangen ist und gelebt hat. Sie sagen nämlich, nachdem sie diskutiert hatten als Brüder, wie gehen sie mit den Heiden um? Sie sagen, es hat aber dem Heiligen Geist und uns gefallen. Und deshalb geben sie dann eine Ordnung raus. Sie haben kein prophetisches Wort vom Heiligen Geist empfangen. Niemand hat einen Traum gehabt. Sie sagen nicht, der Heilige Geist hat gesagt, so müssen wir es tun, sondern sie haben in ihrem Herzen, und das ist das, was mich begeistert, sie haben ein Gespür für das, was dem Heiligen Geist gefällt und was ihm nicht gefällt. Du kannst nämlich die Bibel nehmen und das sagt Paulus, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Und das geht in die Richtung wie in die Richtung, nämlich in die, dass du sagst, oh, wer mir ist alle Freiheit, ich kann tun und lassen, was ich will, bis in die andere Richtung, dass du total gesetzlich bist. Ich stelle immer fest, dass die Christen dazu neigen, viel mehr in unseren Breiten dazu neigen, oder in charismatischen Kreisen dazu neigen, dass sie nicht gesetzlich in die gesetzliche Richtung tendieren, sondern sie sagen, der Heilige Geist, ja, wo der Buchstabe, der tötet, der Geist macht lebendig. Ach, nimm das doch alles nicht so buchstäblich ernst. Und Heiligkeit bleibt auf der Strecke. Der Heilige Geist macht lebendig, bedeutet, er nimmt das Wort, das du da liest, und es wird lebendig in deinem Herzen. Und es bringt eine Freude in dein Herz. Und wenn du dann zum Beispiel nicht mehr an Orte gehst, die für dich normal waren, als du noch nicht gläubig warst, dann ist das nicht, dass du sagst, ich darf das nicht, sondern du hast einen Abscheu, du willst das nicht, du freust dich einfach im Heiligen Geist. Du musst da auch gar nicht hin, weil da ein Glück sich entfaltet in deinem Leben. Und dieses Glück hat einen Grund, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Er ist dein ganzes Glück. Die Apostel, die Gemeindeleitung der damaligen Zeit, sie hatte dieses Empfinden, diese Sensibilität. Sie konnten wahrnehmen, was gefällt dem Heiligen Geist und was gefällt ihm nicht. Was ihm gut erscheint und was ihm nicht gut erscheint. Diese Sensibilität kann ich nur bekommen, nur in meinem Leben sich entwickeln, wenn ich mit ihm Gemeinschaft habe. Wenn ich mit seinem Wort Gemeinschaft habe, wenn ich in der Bibel lese, da zeigt sich mir, was ihm gefällt, was ihm nicht gefällt. Und ich kann darauf eingehen oder auch nicht eingehen, aber wenn ich Aufmerksamkeit ihm gebe, werde ich darauf eingehen.
Es ist wichtig, mit dem Heiligen Geist Zeit zu verbringen. Du merkst dann, was ihm gefällt. Es ist wichtig, mit ihm zu reden. Und zwar nicht nur über die Dinge in deinem Leben, die dir Probleme bereiten, sondern rede mit ihm über Jesus. Frag ihn über Bibelstellen. Frag ihn, sag, Heiliger Geist, zeig mir doch, was das bedeutet. Ich möchte ehrlich wissen, was das bedeutet. Und zwar auf diesem Hintergrund, Herr, ich kehre um zu deiner Zurechtweisung, zu deiner Korrektur. Ich möchte wissen, was es bedeutet, damit mein Leben dir gefällt, damit mein Herz dir gefällt. Ich möchte nicht Dinge wissen, ich erlebe das immer wieder unter Christen. Und ich war selber so, als ich anfangs gläubig war, viel zu lange in meinem Leben war diese Situation so, ich wollte wissen aus Neugier und guck mal, was ich erkannt habe. Aber das ist so unsinnig. Ich möchte erkennen, wer Jesus ist, weil ich fasziniert bin von ihm, weil ich noch mehr fasziniert werden möchte von ihm. Ich möchte den Heiligen Geist kennenlernen, weil ich wissen will, was ihm gefällt und nicht gefällt, damit mein Leben sich nach ihm orientiert. Ich möchte mich auf ihn einstellen. Dem Heiligen Geist gefällt es, wenn wir dann auch ohne Verzögerung, ohne Verzug seine Anliegen umsetzen in unserem Leben. Ich kenne das aus meinem Leben, ich sehe das bei anderen Menschen, dass der Heilige Geist Dinge auf bestimmte Punkte in unserem Leben seine Hand legt, aber, und wir merken das, aber wir tun da nichts. Wir lassen das schleifen. Und wir wundern uns, wenn wir irgendwo stagnieren in unserem geistlichen Leben. Es gefällt ihm, wenn du ohne Verzug, ohne Verzögerung, wenn du merkst, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt, wenn der Heilige Geist sagt, das gefällt mir nicht, dass du sagst, okay, Sir, abgehakt, mache ich nicht mehr. Ich will es nicht mehr tun. Ich lege das einfach ab. Manchmal nicht so leicht, mag sein. Da brauchst du wiederum die Hilfe, dass der Heilige Geist dir hilft, Dinge loszulassen, wo du sagst, jawohl, das mache ich. Ich diskutiere gar nicht drum, sondern ich mache es direkt. Das gefällt ihm. Das begeistert ihn. Ich finde es fantastisch, dass in der Gemeinde, in der ersten Gemeinde, diese Sensibilität gegenüber dem Heiligen Geist, gegenüber den Dingen, die ihm gefallen, die ihm nicht gefallen, über die er sich richtig freut, dass diese Sensibilität nicht nur bei einzelnen Personen da war, sondern im Kollektiv da war. Es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen. Was dem Heiligen Geist gefällt, hier hat nicht ein Apostel gesprochen und gesagt, es hat dem Heiligen Geist und mir gefallen, sondern sie sagten, das hat dem Heiligen Geist, was ihm gefällt, gefällt uns. Ich finde das gewaltig, wenn Gemeinden das sagen kann, Volk Gottes das sagt, zu diesem Konsens kommt, was dem Heiligen Geist gefällt, das soll uns gefallen. Danach wollen wir uns ausrichten. Dem wollen wir folgen. Da wollen wir hinhören. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wenn der Heilige Geist Dinge in unserem Leben oder in unserem Gemeindeleben betont, dass wir sagen, es gefällt uns. Ja, wir wollen das, Heiliger Geist, weil wir erkannt haben, dass es dir gefällt. Es ist letztlich eine völlige Hingabe. Eine völlige, freudige Hingabe nötig, dass der Heilige Geist sich richtig wohlfühlt, wo wir uns ihm ausliefern und sagen, Heiliger Geist, nicht ich, nicht wir, sondern du sollst an erster Stelle stehen. Und was du sagst, das soll gelten, was du betonst, das ist wichtig für uns, das ist zentral für uns.
Ich habe es schon erwähnt, wir können den Heiligen Geist sehr leicht betrügen. Und deshalb heißt es im Epheser 4,30, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Das ist eine Aufforderung, betrübt ihn doch nicht. Und widerstrebt ihm nicht. Jesaja 63,10, das ist ein ernstes Wort. Da heißt es, sie aber, da ist vom Volk Israel die Rede, sie aber waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Da wurde er ihnen zum Feind und kämpfte gegen sie. Ist dir das schon mal bewusst geworden, dass der Heilige Geist auch gegen das Volk Gottes kämpft unter Umständen? Und zwar dann, wenn das Volk Gottes widerspenstig ist, sich dem Heiligen Geist widersetzt. Und das spricht auch hier Sprüche Kapitel 1, die weiteren Verse aus, wenn ihr 23 weiterlest, wenn wir darüber hinweggehen. Der Heilige Geist ist nicht eine Person, die sagt, okay, wenn du das eben nicht willst, dann bin ich trotzdem da und helfe dir trotzdem, ist ja gar kein Problem, es ist alles Gnade. Nein. Er kämpft sogar gegen dich. Warum macht er das? Weil er dich dahin haben will, wo dein größtmöglichstes Glück ist. Nicht, weil er dich strafen will, sondern weil er weiß, dass du auf diesem Weg dieses Glück, das er für dich hat, niemals haben wirst. Er möchte dein größtmöglichstes Glück. Dafür ist Jesus gestorben. Und das besteht nicht in den Vorstellungen, die Menschen haben, sondern die Vorstellungen, worin das besteht, das findest du hier in diesem Buch. Wir haben das heute Morgen gesungen in einem Lied. Du bist mein Glück. Herr, du bist mein Glück. David macht diese Aussage, es gibt kein Glück für mich außer dir. Du bist mein Glück, wenn ich dich nur habe. Und du kannst diese Intensität der Person, der Gegenwart Gottes nur haben, wenn der Heilige Geist in deinem Leben richtig mächtig präsent ist. Ist dir schon mal bewusst geworden, wer die Person ist, wer der Schlüssel, die Schlüsselperson ist, dass du in deinem Leben die Liebe Gottes erfährst und dass du Menschen lieben kannst, dass du Menschen lieben kannst, wie Gott sie liebt. Dieser Vers wird so oft zitiert und ich denke, wir haben es nicht begriffen, um was es wirklich geht, die meisten nicht. Römer 5,5, da steht geschrieben, und die Liebe Gottes, der wird so oft zitiert, ist ausgegossen, wohin? In unsere Herzen, durch wen? Den Heiligen Geist. Eine ganz einfache Formel gebracht, wenn du Probleme hast mit der Liebe Gottes, dann ist da ein Problem, das du hast mit der Person des Heiligen Geistes. Denn wenn er nicht den Stellenwert hat, das Zentrum deines Lebens ist, dann wirst du Mangel haben an der Liebe Gottes in deinem Leben. Gott sagt es, es geschieht durch wen? Durch den Heiligen Geist in deinem Leben. Je mehr der Heilige Geist in deinem Leben ist, ich kann das nur bezeugen aus meinem eigenen Leben, je mehr ich mich geöffnet habe dem Heiligen Geist, beziehungsweise es ist zunächst ein Öffnen und es geht weiter, und deshalb ist mir dieser Punkt so wichtig, nicht nur öffnen in Form von zulassen, ich sage, ja, Heiliger Geist, wenn es dich gibt, dann ich öffne mich, komm mal, tast dich mal in mein Leben hinein, das macht er. Weil er so großes Interesse an uns Menschen hat. Weil Jesus den Preis bezahlt hat. Es kommt da ein Punkt in unserem Leben, wo es nicht ihm reicht, dass du sagst, ja, ich öffne mich und mach mal was. Und das ist dieser Punkt, wo es um Aufmerksamkeit geht, wo der Heilige Geist an einem Punkt mit dir und mit mir gekommen ist und kommt, wo er sagt, du weißt jetzt um mich. Und ich biete mich dir nicht an,
sondern jetzt musst du zeigen, was ich dir bedeute. Und da sind wir an diesem Punkt von Aufmerksamkeit. Ich gebe ihm alle Aufmerksamkeit. Und je mehr du ihm Aufmerksamkeit gibst, nicht nur Raum gibst in deinem Leben, sondern wo ich mich konzentriere auf den Heiligen Geist. Heiliger Geist, was willst du? Ich habe das neulich schon mal gesagt, ich finde das so spannend, unterwegs zu sein mit dem Heiligen Geist. Ich erlebe das in den letzten Jahren stärker und stärker und ich freue mich drüber. Und es ist so spannend und so herrlich, weil ich erlebe in meinem Leben, und das ist jetzt nicht irgendeine Theorie, wenn ich das lese für mich, wenn es da heißt in Apostelgeschichte, es gefiel dem Heiligen Geist und uns. Es erschien dem Heiligen Geist gut und deshalb erscheint es auch mir gut. Das ist die Weise, wie du mit dem Heiligen Geist unterwegs sein sollst und kannst in deinem ganz persönlichen, privaten Leben. Wo du merkst, was dem Heiligen Geist gut gefällt und was ihm gut erscheint, und du machst es dann und du weißt, dass es der Heilige Geist ist. Und das finde ich so fantastisch im alltäglichen Leben. Wo ich merke, hier führt mich der Heilige Geist, da führt mich der Heilige Geist. Ich muss nicht sagen, der Heilige Geist hat mir das gesagt und der Heilige Geist hat mir das gesagt. Nein, ich bin so verbunden und ich möchte es noch mehr werden. Ich habe Hunger danach. Und mein Gebet ist es wie David, nimm diesen guten, herrlichen, Heiligen Geist nicht von mir. Je mehr ich ihn kennenlerne, je mehr ich mit ihm lebe, weiß ich ihn wertzuschätzen und habe Ehrfurcht vor ihm. Mit dieser Haltung, die sich ihm nicht widersetzt, die ihm nicht ihm und seinen Anliegen widerstrebt, sondern die sich ihm völlig hingibt. Wenn diese Haltung schafft eine Atmosphäre, wo sich der Heilige Geist richtig wohlfühlt, in deinem Leben, in deinem Herzen. Schafft eine Atmosphäre in der Gemeinde, wo sich der Heilige Geist wohlfühlt. Eine Haltung, wo die Einzelnen nicht sagen, ich möchte das oder und der möchte das und eine andere Person möchte in eine ganz andere Richtung noch, sondern wo eine Haltung ist, Heiliger Geist, was dir gefällt. Wenn es dir gefällt, dann gefällt es mir. Weil du mein größtes Glück bist. In dieser Haltung von Ehrerbietung, die wir dem Heiligen Geist bringen. Das beginnt, wenn wir uns versammeln, ob das im Hauskreis ist, ob das hier ist. Das beginnt, wenn wir zusammenkommen, mit welcher Haltung, dieser Haltung. Der Heilige Geist sieht das alles, er sieht dein Herz. Wenn du hierher kommst und in Gottesdienst schon kommst und du bist da, wo ist in deinem Herz, ersucht diese Ehrerbietung, dass dir bewusst wird, du kommst hier in die Gegenwart mit dem Heiligen Gott. Er ist der Heilige Geist. Ich möchte hinhören, er ist mir so wertvoll, es geht um ihn. Bei jedem Lied, das wir singen, es geht um ihn. Es geht nicht um meine Vorlieben, um das, was mich jetzt gefühlsmäßig anspricht, sondern was ihn anspricht in seinem Innern. Eine Atmosphäre, wo er über allem steht, das ist eine Haltung der Ehre. Wir möchten ihn ehren. Das, was er sagen will, was sein Wort uns sagen will, das ist das Wichtigste. Wo diese Atmosphäre ist, diese Haltung ist von Aufmerksamkeit, von Bereitschaft auf den Heiligen Geist einzugehen, von Bereitschaft sich hinzugeben, sich auszuliefern, ihn zu suchen in seinem Wort, sich ausstrecken nach ihm. Jesus anzubeten, das gefällt dem Heiligen Geist. Hast du das schon mal gemerkt? Müsste eigentlich jeder Gläubige, der nur eine Woche gläubig ist, müsste das gemerkt haben. Es gefällt dem Heiligen Geist, wenn du Jesus anbetest, weil da ist er da.
Hast du dich schon mal gefragt, warum, wenn wir aus ganzem Herzen ihn anbeten, wie schnell das da ist, dass Dinge, die dich bedrücken, das war schon im Alten Testament so, als König Saul unter Verdammnis kommt und unter Bedrängnis von dämonischen Mächten, als dann David kommt und Lobpreis bringt, dann ist plötzlich das alles weg. Da kommt der Heilige Geist. Es gefällt ihm. Also warum beten wir Gott an? Weil es ihm gefällt. Es gefällt dem Heiligen Geist. Das Wort Gottes liest, es gefällt dem Heiligen Geist. Dann kommt er. Du musst ihn nicht nötigen zu kommen, sondern du machst es und sagst, ich mache das, Heiliger Geist, weil ich dich da finde. Wo das geschieht, und hier ist die Verheißung, siehe, ich will meinen Geist hervorströmen lassen. Wo so eine Haltung ist, sagt Gott selber, ich will meinen Geist hervorströmen lassen. Ich will nicht, dass mein Geist sich zurückhält, sondern er soll zum Vorschein kommen. Andere Übersetzer sagen, ich will meinen Geist hervorsprudeln lassen. Dieses Bild gefällt mir. Hast du schon mal eine richtig gute Quelle beobachtet? Da kannst du machen, was du willst, die kannst du zustopfen, die kriegst du nicht dicht, da kommt das Wasser hervor. Und dieses Bild gebraucht Gott hier, ich will meinen Geist hervorsprudeln lassen. Er wird überall dieses Leben des Geistes sichtbar werden. Und Gott möchte das tun unter seinem Volk, er möchte das tun in deinem Leben. Er möchte, dass der Heilige Geist in jedem Bereich deines Lebens zum Vorschein kommt. In deiner Familie, bei der Erziehung deiner Kinder, an deinem Arbeitsplatz, mit dem Umgang deiner Arbeitskollegen, überall. Wenn du einkaufen gehst, da will der Heilige Geist hervorsprudeln. Und wenn wir in all den Bereichen, wenn du in all den Bereichen ihm die Aufmerksamkeit gibst und sagst, du bist mein Leben, Heiliger Geist. Ich hoffe, ihr versteht, dass mein Anliegen, mein Herzensanliegen, es geht nicht um Druck auszuüben. Gott wirbt darum und sagt, wende dich doch zu mir. Kehrt doch um zu mir und hört auch auf mich, was ich sage. Und dann will ich meinen Geist hervorströmen lassen. Ich habe einen Wunsch in meinem Leben, nämlich das eine Gebet, das David betet, Herr, nimm deinen Geist nicht von mir. Und das andere ist, Herr, gib mir noch mehr, noch intensiver deine Gegenwart, Heiliger Geist. Ich will davon noch mehr. Und ich wünsche mir, dass das noch mehr, und ich bin dankbar, dass das Gebet der Gemeinde in diese Richtung geht. Ganz klar und deutlich. Und ich bete, Herr, schenk das noch mehr. Ein Wunsch, Herr, wir möchten, dass deine Gegenwart hier offenbar ist. Du, Heiliger Geist, mit dir wollen wir zusammen Reich Gottes bauen. Mit dir wollen wir zusammen erleben, wie du deine Braut zubereitest, bis Jesus wiederkommt. Ich will meinen Geist hervorströmen lassen und ich will euch meine Worte verkünden. Ich will euch mein Wort offenbaren. Er ist der Geist der Weisheit und der Offenbarung. Ich will euch mein Wort aufleuchten lassen in eurem Leben. Er bringt die Wirklichkeit. Er wird mich verherrlichen, sagt Jesus. Er wird von mir nehmen und euch verkündigen. Hier geht es nicht in erster Linie darum, dass der Heilige Geist prophetisch redet. Das tut er auch. Aber er nimmt das Wort und macht es uns deutlich und klar und lässt sein Licht auf dieses Wort fallen, dass es uns erreicht als Botschaft und in unserem Leben wiederum Neues bewirkt und Herrliches bewirkt. Der Heilige Geist möchte Jesus groß machen in deinem Leben, die Schönheit von Jesus mehr und mehr platzieren und offenbaren in uns. Er will uns Rat geben, er will uns Weisung geben, er will uns Weisheit schenken, göttliche Weisheit in unserem alltäglichen Leben. Er will uns hineintauchen in das Bad der Liebe Gottes, immer und immer wieder neu, jeden Tag aufs Neue. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen, in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist Gottes.
Wenn du betest und sagst, ich möchte Retterliebe haben für Menschen, die verloren gehen. Ich möchte diese Liebe Gottes haben, die Gott für die Menschen hat. Dann gibt es nur eine Lösung, geh zum Heiligen Geist und bitte ihn, dass er dein Leben mehr und mehr ausfüllt. In seiner Person kommt die Liebe Gottes in dein Herz und zwar direkt ins Zentrum deines Lebens. Er schenkt Liebe, er schenkt Freude, er schenkt Friede. Das ist alles Frucht des Geistes. Lies es nach in Galater. Liebe, Freude, Langmut, Geduld, Freundlichkeit. Er schenkt auch und wirkt auch Zeichen und Wunder. Große Zeichen und Wunder und Machttaten und Heilungen. All das geschieht in der Kraft des Heiligen Geistes, wo er gegenwärtig ist. Aber er sucht nach Herzen, wo er sich wohlfühlt, wo er sich richtig wohlfühlen kann. Er hält Ausschau nach Tempeln, Gemeinden und nach einer Gemeinde, wo er sich richtig wohlfühlen kann, wo er sich niemals fehl am Platz fühlt, wo er immer das Zentrum ist, weil alle Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet ist. Heiliger Geist, was willst du? Heiliger Geist, was gefällt dir? Der Heilige Geist hat so ein großes Gefallen daran, Jesus groß zu machen. Dass wir das wahrnehmen können, ich habe darauf ja hingewiesen in der Anbetung, nämlich die Heiligkeit und das Königtum von Jesus. Plötzlich weckt er unsere ganze Aufmerksamkeit, richtet unsere Aufmerksamkeit darauf hin. Du kannst da ganz verschieden drauf reagieren. Du kannst sagen, okay, finde ich ganz schön und nett, aber ich habe ein anderes Problem. Vielleicht bist du hier heute Morgen mit einem ganz massiven Problem. Du sagst dir, ich möchte aber, dass auf mein Problem eingegangen wird. Wenn der Heilige Geist das nicht betont, dann bedeutet das nicht, dass er kein Interesse daran hat. Aber wenn er an etwas mehr Interesse hat als alles andere und am meisten Interesse hat er daran, dass er Jesus groß macht und Jesus verherrlicht. Und wenn er dann dieses ins Zentrum rückt und sagt, guck mal Jesus an, er ist der König. Einzig in seiner Schönheit, in seiner Herrschaft, sein Reich ist gewaltig, einzigartig. In seiner Heiligkeit unbeschreiblich, unvorstellbar. Wir können das im Geist wahrnehmen. Und an diesem Beispiel möchte ich dir zeigen, dass du sagst, ja, Heiliger Geist, ich habe zwar ein Riesenproblem, aber ich will jetzt nur auf das blicken, weil es dir gefällt, Jesus groß zu machen. Das ist das, was im Heiligen Geist gefällt. Und ich glaube, dass dieses Problem, das du hast, dass er sich umso mehr drum kümmert und dafür sorgt. Und diese Haltung sucht er inmitten seiner Gemeinde, seinem Volk, wo es nicht darum geht, wenn wir zusammenkommen, wo es nicht darum geht, lasst uns mal alle Probleme zusammentragen, sondern wo es in erster Linie darum geht, Jesus groß zu machen, ihm Raum zu geben. Und er sorgt für all die anderen Dinge. Es geht zuerst um Jesus, es geht zuerst um sein Königtum, um seine Herrlichkeit und Schönheit, seine Anbetung. Und das ist die Absicht. Es geht um den Heiligen Geist, seine Person, was ihm gefällt. Und das gefällt ihm überall. Es gefällt ihm, Wunder und Zeichen zu tun. Macht er auch, aber das ist Nebensächlichkeit. Und diesen Stellenwert lasst uns doch dem Heiligen Geist geben. Gerade auch jetzt an diesem Punkt, wo wir jetzt zum Ende kommen. Wir wollen ihn ehren, ihn erheben. Und ich möchte dich ermutigen, heute Morgen da eine Entscheidung zu treffen. Ich weiß nicht, wo ihr steht in eurem Leben. Wo du in der Beziehung zum Heiligen Geist gerade bist. Wir sind da alle unterschiedlich unterwegs.
Aber der Heilige Geist kennt dich und weiß es. Und er ist es. Und darauf, das weiß ich, dass er an deinem Herzen klopft, an jedem Einzelnen. Und sagt, hier, da habe ich was mit dir zu klären, weil ich dich liebe. Und dann möchte ich dich ermutigen, darauf einzugehen und zu sagen, ja, Herr, ich lasse mich von dir unterweisen. Ich will mich von dir zurechtweisen lassen. Ich will dir alle Aufmerksamkeit geben. Ich will dir folgen. Ich will, dass du in meinem Leben bleibst, Heiliger Geist. Und wenn er noch nicht in deinem Leben ist, dann lad ihn doch heute Morgen ein. Wenn du Kind Gottes bist, aber hast ihm noch gar keine Aufmerksamkeit gegeben, dann komm doch. Wenn du nicht im Heiligen Geist getauft bist, dann bitte doch Jesus, dass er dich tauft im Heiligen Geist heute Morgen. Dass du diese Fülle seiner Gegenwart in deinem Leben erfährst. Und wenn du Jesus gar nicht kennst, dann kannst du heute Morgen zu ihm kommen. Er möchte dein Retter sein. Er möchte dich aus dieser Situation, deshalb ist er gestorben. Er ist für deine Schuld gestorben, für deine Sünde gestorben, damit du Gemeinschaft haben kannst mit dem Heiligen Geist. Wenn du keine Vergebung hast, kannst du niemals Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist erleben. Aber Jesus ist deshalb gestorben. Und all das kann heute Morgen geschehen in deinem Leben, in jedem Einzelnen, egal wo wir stehen. Streck doch dich aus in deinem Innern und du kannst es auch äußerlich sichtbar machen, indem du deine Hände hochstreckst zum Herrn. Sagst, Jesus, hier bin ich, Heiliger Geist, hier bin ich. Und ich gehe jetzt auf das ein, wo du gerade deinen Finger auf Dinge in meinem Leben legst. Könnt ihr nach vorne kommen, ihr Musiker, und lasst uns doch jetzt ganz bewusst Jesus ehren, ihn anbeten. Danke, Herr. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist. Ich danke dir für deine Gegenwart in unserem Leben, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass du das möglich gemacht hast. Dass wir dieses Glück erleben dürfen, Herr. Dass wir dieses Glück erleben können. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du gerade jetzt in unserem Leben wirkst, in jedem Einzelnen, ganz persönlich. Wir möchten dir Raum schenken, in dem du dich wohlfühlst, an dem du gefallen hast. Herzensraum, Herr. Wir sagen, Heiliger Geist, komm und unterweise du uns. Zeig uns dein Herz. Zeig uns, gib uns diese Sensibilität. Führ uns hinein, lass uns darin wachsen und zunehmen, wo wir erkennen, wahrnehmen, was dir gefällt, was dir nicht gefällt. Du bist hier, Heiliger Geist, und legst deinen Finger auf Dinge in unserem Leben, Herr, die du verändern willst. In großer Liebe und Leidenschaft und Freundlichkeit, weil du unser Bestes willst. Und wir geben uns dir hin. Wir wollen deine Heiligkeit sehen, Herr. Wir wollen deine Heiligkeit sehen. Und wir wollen deine Heiligung erleben, Herr. Du hast gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Du sagst in deinem Wort, heiligt euch, denn morgen will ich in deiner Mitte Wunder tun. Herr, wir geben uns dir hin. Wir liefern uns dir aus, aufs Neue, gerade jetzt. Das, was dir gefällt, was dir alleine gefällt, Heiliger Geist, das soll geschehen in meinem Leben. Nicht, was ich will, nicht nach meinem Gutdünken, nicht nach meiner Weisheit, sondern was
du willst, Herr. Ich danke dir, dass du hier bist, dass du deinen Geist hervorströmen lässt. Da, wo Herzen sich so öffnen und dir hingeben, jetzt gerade. Wir tun das als Gemeinde, Herr. Immer und immer wieder neu. Ich danke dir, dass du diesen Ort machst, wo du, Jesus, der Fels des Heils, offenbar wird. Und dein Heil strömt durch deinen Geist in diese Stadt und die ganze Umgebung, Herr. Wo dein Heil geöffnet ist, die Quelle deines Heils sich als geöffnet erweist, weil es dir gefällt, Heiliger Geist. Wir lieben dich, Herr, wir lieben dich. Jetzt singen wir noch das Lied, der Herr segne dich. Und wir segnen uns gegenseitig mit diesem Lied. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr auf dich und schenke dir seinen Frieden. Herr, segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Schenke dir seinen Frieden. Amen.